Ja! Ich hab die 50er nicht zurückgepackt. Ja, das war der Maserati. Da hinten kommen sie.
sind sie noch? Gut, ne? Drei Autos schon. Das ist LSPD, hi! Hallo! Wollen Sie mal aussteigen? Nö. Ja doch. Nicht, wenn mich so eine Pissfletsche einfach anrammt. Ja, das sagen... Oh, bin ich jetzt Staatsfeind Nummer 1? Holy shit! Also, ich will ja nichts sagen, aber das war ziemlich gefährlich, was Sie gemacht haben. Ja, wenn man es nicht unter Kontrolle hat, ja. Ja, dass mal ein paar Leute weggehen. Ich kann nicht, wenn wer guckt. Was haben Sie mir denn anzubieten? Was ich Ihnen anzubieten habe? Yep. Schwedische Gardinen. Ach, da bin ich jetzt kein großer Fan davon. Das ist natürlich schade, ist aber im besonderen Gebot. Sie haben bereits unterschrieben mit Ihrer netten Fahrt. Passen Sie auf. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich werde mich stellen, wenn mein Fahrzeug hier und jetzt abgeschleppt wird. Abgeschleppt. Das ist aber nicht angemeldet. Zum Garagenwärter. Das ist aber nicht angemeldet. Dann werde ich mich ohne weiteres stellen. Das ist aber nicht angemeldet. Das ist mir egal, ob das angemeldet ist oder nicht. Das ist meine Bedingung. Wir schleppen das gleich ab, wenn wir vorher mal reingucken können. Okay. Herr Mitchell, bitte einmal festsetzen. Was ist das hier für ein Päckchen hier, das Grüne? Ist das hier Kräutertee? Das sind siamesische Zwillingsblüten. Riecht das so ähnlich wie Pfefferminz so? Weil das riecht so. Nee, das riecht eher harzig. Decken Sie mal die Nase ganz tief rein. Nee, ganz tief rein muss nicht sein. Und das melden Sie natürlich ordnungsgemäß nach Ihrem Aufenthalt an, richtig? Selbstverständlich. Das dachte ich mir da. Nee. Also ich bin ja viel gewohnt so, ne? Aber nee. Ja, ist sauber. Ja. Das können wir abschleppen. Was war da für ein Heft drin? Hallo? Ach.
Also ich habe ja eigentlich einen guten Magen, so, und jeder soll das ausleben, so, aber das, ist nicht so meins. Was war da für ein Heft drin? Gott, wieso tue ich mir das an? Schau nicht rein, mach die Augen zu, wenn du es rausholst. Das klebt so, Vorsicht! Hey, das ist nicht meins, das ist nicht meins! Weg damit, weg damit! Bah! Ich werde niemals davon kommen. Code 4. Warum hauen Sie denn ab? Werden Sie nicht mit dem Hefter noch hinter mir herrennt! Oh, warte, Ping war vorhin drin gesessen. Oh, fuck. Können wir das einfach wegschmeißen? Ja, bitte. Ich kümmere mich mal um das Heft, ne? Ja, okay. Mein Name ist, Bitte, was? Power ist mein Name. Was war das erste? Matthias, glaube ich, mit 4 E, ne? I, heißt ja Matthias. Achso, ich dachte, da ist ein scharfes E drin. Nee, eher ein stummes M. Achso, ja dann. Dann ist ja gut. Hey! Sehr gut, das Heft wird vernichtet. Macht ihr das mit meiner Kanone? Herr Powers, kennen Sie Ihre Rechte oder soll ich sie nochmal verlesen? Ich habe das Recht auf Waffenbesitz. Einmal alle Kollegen im Petition. Nee, haben Sie nicht. Soll ich sie noch verlesen oder? Ja, klar! Wir haben doch die amerikanische Konstitution! Aber ich muss ja schon sagen, ne? Ich darf das zwar nicht zugeben, aber gut gefahren. Ich wollte nur drehen. Naja, ich wollte nur drehen. Wollen Sie einen Anwalt oder nicht? Oder sollen wir das unter uns klären? Ja, das kriegen wir, glaube ich, geklärt, ha? Ja, würde ich auch sagen. Herr Powers, machen wir denn? Nee, das machen wir nicht. Wenn Sie das nochmal machen, ich bin's. Na, ich dachte so unter Brüdern. Kennen Sie diese Bräunungssprays? Haben Sie mich mal angeguckt? Ja, nein, kenne ich nicht. Ja. Kennen Sie Bräunungssprays? Ja, ich weiß, was es ist, ne? Für also die Fußsohlen und Handflächen oder was? Jetzt machen Sie mal ernst hier. Entschuldigung. So, nächste Runde in ein paar Minuten. Ja, ich glaube, es ist momentan schwer. Okay. Wenn Sie nicht so viele Kollegen gerade finden. Verstehe. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Herr Paus. Danke sehr. Alles klar. Schönen Tag auch. Guten Tag.